Welche Koalition würden Sie denn bevorzugen? Also ich würde Merkel, Frau Merkel, sagen, sie soll die Grüne wählen. Ich würde eine Koalition aus der Linken, den Grünen und der SPD bevorzugen. Frage weitergegeben nach links. Ich interessiere mich nicht für Politik, mir ist das egal. Schwarz und Gelb wäre schon schlecht, aber das ist jetzt genau. Und Schwarz-Rot finde ich auch gut. Die Grünen mit der CDU, wenn überhaupt. Okay. Ja, das wäre mir das Liebste, ja. Mhm. Mit Kretschmann als Vizekanzler und Außenminister. Ich möchte auf jeden Fall, dass eine gute Entscheidung getroffen wird. Ob das dann am Ende Neuwahlen sind, wenn es das Beste wäre, ich weiß es nicht. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, eine rot-rot-grüne Regierung, weil das eine Ausplünderung der Bürger darstellt. Von mir aus können alle Parteien abgeschafft werden. Sag du was dazu? Ja, sagen wir mal, eine Koalition mit der CDU auf jeden Fall. Und dann halt ist es mir relativ egal, ob es dann die Grünen oder die SPD sind, die dann damit regieren. Welche Koalition würden Sie sich dann gerne wünschen? Gar keine, Minderheitsregierung. Okay, warum? Ja, weil ich in der Zeitung, in eurer Zeitung gelesen habe, dass es in Norwegen, Dänemark, Schweden ganz gut funktioniert. Ich fände es gut natürlich, wenn die Grünen auch mit dran wären. Allerdings wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig. Ich denke, CDU, Grüne ist eine schwache Koalition. Die wird spätestens in 2 Jahren auseinanderbrechen. Also wenn du dir jetzt wünschen, ja, ich würde mir wünschen, eigentlich, dass die Linken auch eine Rolle spielen. Ja. Was wären so deine Wunschkoalitionen? Doch schon eine große Koalition. Ja. Und warum? Ich denke, weil halt zum Beispiel CDU und die Grünen würden eben zu wenig Mandatstimmen haben im Bundestag und mit der großen Koalition hätten sie genügend. Also ich glaube, dass eine Minderheitsregierung ganz interessant wäre, weil dann jede Entscheidung sozusagen mit der Opposition abgestimmt werden muss und keine Schnellfeueraktionen passieren können.